Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß in den Katakomben im Haus der Bildung. Heute zu Gast ist Jennifer Sittler, Dramaturgin und Theaterpädagogin der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen, Jennifer. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Jennifer, wie war dein Tag? Mein Tag war vielfältig, ereignisreich tatsächlich, mit verschiedenen Besprechungen, die aber sehr, die sehr ergebnisreich waren. Ja. Es gibt was Schöneres als Besprechungen, die ergebnisreich sind. Ja. Eben, es gibt ja auch Besprechungen, wo man irgendwie denkt, die können jetzt auch mal zu Ende sein. Aber das heute war ja so ein richtiger Arbeitstag, so ein normaler Arbeitstag nach dem großen Romeo und Julia Projekt. Ich habe so die Faustformel, eine Stunde Besprechung, ein Tag Arbeit. Wie ist so deine? Hast du da, hast du da irgendwas? Eine Stunde Besprechung, ein Tag Arbeit, wie meinst du die gleiche? Das ist ein Arbeitstag. Das Ergebnis der Besprechung ist dann eine Stunde, einen Tag Arbeit für mich. Ach so. Ungefähr so. Ich weiß nicht, was du sonst an deinen Arbeitstagen so machst, aber da kommt viel bei rum. So. Du bist Theaterpädagogin. Was macht eine Theaterpädagogin klassischerweise? Ach, klassischerweise. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die TheaterpädagogInnen tun. Ja. Aber ich würde sagen, das Klassischste des Klassischen, was man tun kann, ist Laiengruppen dabei anleiten, wie sie Theater spielen. So. Ja. Also ja. Das Nahbringe, wie es geht mit dem Spiele. Weißt? Ja. So Spiellust wecken und Gruppen leiten und Workshops geben und auch zum Teil Nachgespräche führen. Ja. Also das ist von Theater zu Theater, glaube ich, auch unterschiedlich, was Theaterpädagogen machen. Oh, ich schilder manchmal so auf meine Kollegen an anderen Theatern, was die da so machen. Ja. Aber ja, viel Kontakt zu Leuten, die keine Schauspielerinnen sind, sondern spielen wollen oder Schauspieler werden wollen. Ja. So. Ja. Dein letztes Projekt war jetzt Romeo und Julia, ein reines Online-Projekt, war ja richtig spannend, weil Theaterspielen in der Form nicht möglich war. Ja, stimmt. Wie habt ihr das hingekriegt? Gute Frage. Durch ganz viele unterschiedliche Taktiken und Umdenkmanöver irgendwie. Ja. Also rein online war es ja nicht. Also es war jetzt zum Beispiel kein Instagram-Theater. Ja. Ja. Aber wir haben zum Beispiel, es gab ja Verhörsituationen in diesem, in dieser Serie, in dieser Krimiserie. Und die haben wir so gedreht, dass jeder bei sich zu Hause eine Kamera aufgebaut hat. Und dazu sein Computer oder sein Tablet oder Handy, wo Discord installiert war, die Plattform, über die wir kommuniziert haben. Und dann hat Andreas Entner, der hat bei diesen Verhören die Regie geführt, hat dann über Discord Regie geführt, hat denen zugeguckt und die haben sich gefilmt und nachher wurde es zusammengeschnitten. Wow. Also wir haben mit ungefähr 20 verschiedenen Kameras gearbeitet, wenn man so will. Und darüber haben wir gearbeitet, über tatsächlich auch über Online-Proben. Wir haben uns getroffen auf Discord, auf diesem Server und haben dann unsere Texte, die Texte durchgegangen, haben die Szenen geprobt und dann haben wir uns aber auch in Corona-verträglichen Gruppen getroffen. Also so. Mhm. Meistens waren es zwei Leute plus ich oder eine Person plus ich und als wir getestet waren, haben wir es dann auch in Gruppen drei Leute plus ich oder vier. So. Es läuft ja ziemlich gut. Auf YouTube ist es zu sehen. Ich habe gehört, es sind schon über 1000 Zuschauer oder 2000, ja? Ja, über 2000 müsste ich nachrechnen, könnte aber so langsam hinkommen, ja. Also die erste Folge ist schon am ersten Tag so durch die Decke gegangen, dass es ein totales Hoch war. Das ist gut gelaufen, ja. Also wir haben so ungefähr mit allen vier Folgen wahrscheinlich so 2000 Klicks. Cool. Ja. Das ist ein toller Erfolg einfach. Ja. Ja. Voll, ja. Wie macht Mann, Frau ein Drama? Wie macht man Frau ein Drama? Das ist eine gute Frage, weil Drama ja einerseits ein Erzeugnis ist auf Papier und andererseits eben auch das auf der Bühne, was man dann spielt. Ja, ja. Also meinst du eher das auf der Bühne? Wie macht man das? Oder? Naja, man kann es auch im ganz praktischen Leben einsetzen. Wie macht man ein Drama, indem man aus kleinen Sachen ganz große macht? Also die Oper ist das Überdrama, wenn ein Taschentuch runterfällt und darüber eine Arie gemacht wird. Das ist ein Drama. Ja, man nimmt irgendwie Dinge, die man so sieht, die einen interessieren, schmeißt die zusammen und macht die ein bisschen größer. Also ein bisschen so eine emotionale Spritze rein oder auch die gedankliche, das gedanklich einfach ein bisschen größer. So ein Drama widmet sich dem Leben irgendwie, macht alles größer. Okay. Ja. Bist du lieber auf der Bühne oder hinter der Bühne? Beides gleich gerne. Ja. Ja, tatsächlich gleich gerne. Ja. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen und ich bin zwar fast immer hinter der Bühne, jetzt momentan,
Aber das auf der Bühne stehen ist einfach großartig. Mhm. Also deswegen bin ich auch Theaterpädagogin, glaube ich, weil ich das so vielen Menschen wie möglich gerne ermöglichen möchte. Mit Lampenfieber und allem, was dazu gehört. Ja, mit Lampenfieber und mit dieser Erhöhung, das, was ich auch beim Drama gerade so meinte, dass es so, wenn man eine Figur spielt und die sich erschlossen hat und die Emotionen spielt, die diese Figur hat, ist es mehr, noch tiefer und noch mehr, als wenn man sie selber hat manchmal. Mhm. Also das ist großartig, das hat eine ganz eigene Poesie, das auf der Bühne sein, es schwebt so ein bisschen. Ja. Du kommst aus einer berühmten Schauspielerfamilie in Deutschland. Wie geht es dir als, ich sag mal, Beruf Tochter sein? Wie ist der dann ich stehe dem halt immer so ein bisschen nach. ich glaube, ich komme damit relativ gut klar. Also, du meinst mit Tochter sein, die Tochter von so. Also, ich habe ganz oft das einfach nicht erwähnt. Also, in meinen Jobs davor, ich habe ja lang auch und viel assistiert an verschiedenen Häusern. Und habe das vorgezogen, das einfach nicht zu sagen, weil es irrelevant ist für meine Person. Ja, und dann war es meistens so, ach, du bist die Tochter. Ach so, ach stimmt, du heißt ja Sittler. Aber denen ist es nicht aufgefallen. Und im Endeffekt hat es aber dann, wenn die es gewusst haben, auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, schön. Es geht. Und hier in Hall musste ich mich ein bisschen mehr damit konfrontieren, weil jetzt war ich hier in der Zeitung und so, neues Gesicht in der Stadt. Und wenn es dann gleich hieß, ja, sie ist ja die Tochter von Walter Sittler, dann denkt man so, aber es hat mich nicht frustriert oder so. Also es ist verständlich, weil es ist so ein Anker, den man an eine Person ranwerfen kann. Schön. Ja. Hast du Lieblingsplätze in Halle? Du bist jetzt schon eine Weile hier. Ja, verschiedene, ehrlich gesagt. Ganz, ganz viele verschiedene. Also was ich super gerne mag, ist der ganze Unterwirt. Durch die Proportionen und diese Rundung der Häuser und so alles, was da ist, ist wunderschön. Ich mag die Limpurg sehr gern. Wir haben da auch viel gedreht jetzt für Romantüre, da war ich oft. Gestern habe ich einen neuen entdeckt, der kleine Friedhof bei der Komburg. Der ist total schön. Alter. Der Invalidenfriedhof. Der ist super schön, ja. Das ist so schön und man hat das Gefühl, da war seit Jahrhunderten keine Menschenseele. Wunderschön. Ich bin da gestern irgendwie rumgelatscht, anderthalb Stunden und habe den entdeckt. Oh, ich mache mal auf. Oh Gott, die Tür. Ein Friedhof. Und dann so. Sehr super schön. Platz, ja, ganz toll. Und auch, aber ich mag auch die kleinen Komburg, da wo auch Schauspieler manchmal untergebracht sind und so. Unterschiedliche Sachen. Und der Club Alpha, der ist halt gerade zu. Wird wieder aufmachen. Ja. Bald. Genau. Leben in einer Wohngemeinschaft. Bist du der Typ dafür? Ich hätte jetzt intuitiv gesagt ja. Aber ich bin super glücklich in meiner Wohnung alleine. Ja, ja. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel in Wohngemeinschaften gelebt. Ja. Und ich habe zuletzt in Erlangen gelebt, bevor ich hergezogen bin. Und da war ich in der Wohngemeinschaft mit 10 Leuten. Also wir waren zu 11. Wow, richtig groß. Ja. Und das war schon krass, weil alles erwachsen, also eine Studentin, aber die war auch schon erwachsen und berufstätig und so, wo man gemerkt hat, es wird dann auch ein bisschen eng. Einfach nur ein Haus und jeder hat so ein Zimmer. Ja. Da hat man gemerkt, ist besser, da eher so eine Lebensgemeinschaft zu machen mit mehreren Parteien oder sowas. Aber es war auch cool. Also so, denn die Leute immer so um sich rum zu haben, ist schon gut. Aber jetzt allein wohnen, tipptopp. Also. Super. Ja. Deine Lieblings-App auf dem Handy? Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Ich hasse Apps eigentlich. Ich habe keine Spiele-Apps oder so. Gar nicht. Ich bin da sehr lustbefreit, was Handyspiele angeht. Aber ich verbringe so viel Zeit auf Instagram, dass ich es widerwillig wahrscheinlich meine Lieblings-App nennen müsste. Nee, aber ich glaube, meine Lieblings-App ist Chefkoch. Jetzt, wo ich hier sitze, meine Lieblings-App ist Chefkoch. Das ist eigentlich ja keine App, das ist ein Online-Kochbuch. Ja. Aber damit habe ich den größten Spaß eigentlich, mit Chefkoch. Die anderen sind einfach nur Tools, die ich nutze. Das fühlt sich nicht an so, ich habe eine geile App. So, ja. Frühaufsteherin oder Nachteule? Ich habe was von beidem. Ja? Ich habe was von beidem. Also ich mag den frühen Morgen sehr gerne, aber gerade wenn ich kreativ arbeite, passiert es nachts. Also so, das geht bis spät in die Nacht, manchmal bis in die Morgenstunden und da fühle ich mich am meisten in meinem Element. Also, aber ich glaube beides, als Kind auch schon immer am Wochenende bin ich um 6:30 raus und habe gelesen. Also beides. Okay. Ich habe dich gebeten, einen Überraschungsgegenstand mitzubringen. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ich musste mich entscheiden zwischen einer Sonnenbrille und diesem Viech. Ein Elch, oder was ist das? Ja, aber warte. Ja? Der kann in unterschiedlichen Formationen fallen und dann einfach wieder aufstehen und guckt sich so an. Ja. Und
Ich habe den mitgebracht, der steht bei mir auf dem Computer, meistens im Büro. Den hat mir mein Vater zu Weihnachten geschenkt. Und ich glaube, es war so ein Moment, wo ich dachte, mein Vater hat mich begriffen. Der hat verstanden, wer seine Tochter ist. Sagt, ja, ich schenke dir das, weil so fühlt sich die Arbeit am Theater an. Das war nicht so süß. Und der guckt so goldig und der steht bei mir offen. Ja, schön. Ja. Der Überarbeitungselch. Genau. Ja, das war's schon wieder mit Schwarz und Weiß. Zum Schluss die 5 Begriffe, Sätze beenden. Geht los mit Theater ist. Ein Fluch und ein Segen. Nähen ist. Eine alte Erinnerung. Glück ist. Im Jetzt. Sport ist. Alles, was ich brauche. Freundinnen sind. Alles, was ich brauche. Danke, Jennifer. Ja, vielen Dank. Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie keine weitere Sendung verpassen wollen, drücken Sie auf den Abonnierknopf. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.